Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Heute seht ihr etwas sehr, sehr Seltenes hier auf meinem Kanal. Und zwar seht ihr mich, wie ich Fortnite spiele. Ich meine, ich spiele jetzt nicht direkt, das ist schon etwas Aufgenommenes. Denn heute möchte ich mit euch 7 Gründe besprechen, kein Fortnite hier auf meinem Kanal zu spielen. Und ja, ich lese immer wieder die Frage unter meinen Videos: Danny, warum bringst du kein Fortnite? Danny, wann spielst du Fortnite? Oder wenn ich im Stream frage, was ihr für so Spiele mir vorschlagen könnt, und dann sage ich schon, bitte kein Fortnite vorschlagen, und alle schlagen so Fortnite vor. Ich meine, ja klar, ein paar Mann ist natürlich auch sarkastisch und, das verstehe ich auch. Aber ja, ich möchte heute einfach mit diesem Video aufräumen, wieso ich hier kein Fortnite auf meinem Kanal spiele. Ich finde Fortnite mega, mega cool. Ich finde das Spielkonzept sehr geil. Es macht riesig Spaß zu spielen. Und ja, es spielt jeder. Man kann es fast mit jedem zusammen spielen. Es gibt immer neue Updates bei Fortnite. Also es gibt immer was Neues im Spiel. Immer neue Waffen. Denn ich verfolge das Ganze natürlich auch. Ich schaue auch ein paar Fortnite-YouTuber, schaue immer ein paar Fortnite-Streams. Deswegen kenne ich mich so einigermaßen bei diesem Spiel aus, was gerade so abgeht, welche Saison gerade läuft und. Ja, ich verfolge das Ganze, spiele es auch ab und zu mal. Aber ja, das mit dem Ab und Zu ist eben so die Sache, und da kommen wir schon zum ersten Punkt, den ich hier aufzählen will. Ich habe einfach keinen Skill. Das Spiel ist schon so lange heraus, also das gibt es schon so lange, und es gibt wirklich so viele Profis auf diesem Gebiet, und da bin ich wirklich nicht der Beste. Ich bin in keinem Spiel der Beste, auch nicht im Pixelgun oder so. Ich mache meine Videos mehr, um euch zu unterhalten und nicht euch zu zeigen, hey, ich bin so gut und ich möchte euch gerne das zeigen und ihr müsst das machen und ihr müsst das machen. Nein, ich mache YouTube eigentlich, weil es mir Spaß macht, und anscheinend macht es auch euch Spaß, mir zuzuschauen, und ich liebe es einfach da, euch zu unterhalten. Ja, zweiter Grund ist, das Ganze hier ist ja ein Mobile Gaming Kanal. Ihr wisst ja, ich bringe eigentlich nur Spiele auf mobilen Plattformen, wie zum Beispiel einem iPad, einem iPhone oder wie auch hier auf der Nintendo Switch, weil man die eben auch überall mitnehmen kann. Deswegen ist das auch eine mobile Plattform für mich. Man kann sie auch für im Fernseher anstecken, aber für mich ist die Switch eine mobile Plattform, da man damit überall spielen kann. Der dritte Grund ist einfach, ich habe viele andere Spiele. Ich wechsle gerne Spiele durch, ich spiele gerne neue Spiele, und ich möchte auf meinem Kanal eigentlich eine gute Abwechslung von Spielen bringen. Momentan leider nur Pixelgun. Aber ich probiere schon jetzt wieder mehr Abwechslung reinzubringen, denn ich mag es irgendwie nicht, den ganzen Tag nur ein Spiel zu zocken oder mehrere Stunden ein Spiel zu zocken. Außer ja, am Anfang, wenn man etwas cool findet, dann natürlich zockt man die ganze Zeit dieses eine Spiel. Nur ich brauche da immer etwas Abwechslung. So ist es auch im Leben. Ich höre alle möglichen Richtungen von Musik. Irgendwann, ich höre manchmal mehr Techno und Hardstyle, dann höre ich wieder mehr Metal und Rock, und dann höre ich mal wieder komplett was anderes, mehr so... ja, so, weiß nicht. Egal, Leute, ihr wisst, was ich meine. Und ja, das sind schon mal 3 Gründe. Der vierte Grund ist, wie gesagt, es ist ja ein Mobile Gaming Kanal hier, und es gibt ja die Mobile Version hier von Fortnite. Hier im Hintergrund läuft auch die iPad Version von Fortnite, und ich finde sie von der Steuerung her komplett grauenhaft. Es ist einfach nicht für mobile Plattformen optimiert. Ich bin Pixelgun 3D gewohnt, einen Shooter am Handy, für alle, die nicht wissen, was jetzt Pixelgun 3D ist. Falls nicht, checkt mal ein paar Videos hier auf meinem Kanal aus, da sind schon genug online. Und da ist die Steuerung einfach so viel besser, und es hat einfach die gleichen Funktionen. Man kann die Waffen wechseln, nur das Einzige, was Fortnite mehr hat, ist, dass hier eben auch der Baumodus inbegriffen ist. Und der ist besonders schrecklich auf den, auf dem iPad. Natürlich kann man es auch auf den Nintendo Switch spielen, aber ja, ist dann auch eine Konsolenanwendung, weil man eben mit dem Joystick spielt, und Fortnite ist eben dann doch ein Shooter, und Shooter spielt man dann eigentlich am besten am PC mit Tastatur und Maus, wo man dann richtig, richtig gut zielen kann, wo man auch richtig schnell ist mit den ganzen Tasten und nicht mit einem, ja, Joystick, wo das eigentlich, ja, nicht so geil dann ist zum Zielen. Ich habe es ein paar Mal auf der PS4 gespielt, ich habe es auch auf der Nintendo Switch gespielt, aber ich kam mir auch mit dieser Steuerung nicht klar, und ich kann es gar nicht am PC spielen, denn ich habe
keinen Gaming-PC und das ist auch eigentlich ein großes Problem. Vielleicht hätte ich schon mal mehr Runden gespielt, vielleicht wäre ich auch mehr in Fortnite reingekommen, wenn ich einen Gaming-PC hätte, aber ich habe es einfach auf der Konsole und auch auf dem Handy bzw. auf dem Tablet ja schwierig gefunden zu spielen. Ich meine, ich bin es zwar gewohnt, Shooter auf der PlayStation bzw. auf der Nintendo Switch zu spielen, wie zum Beispiel Destiny, Destiny 2 oder The Division, habe ich alles auf der PlayStation gespielt, also ich bin nicht so der Noob, wenn es um ja, Shooter auf einer Konsole geht, wo man mit Joystick spielen muss. Na gut, das waren jetzt mal 5 Gründe, Leute. Der 6. Grund ist einfach, dass es auf YouTube so viele YouTuber gibt, die einfach Fortnite spielen. Für mich persönlich, ja, spielt, also kommt es so vor, als würde jeder nur noch Fortnite spielen. Meine Startseite ist voll mit Fortnite, alles ist voll mit Fortnite. Ich meine, es ist klar, es ist ein super Spiel, da kann man es da keinen verübeln, dass sie es auch spielen. Es macht riesengroßen Spaß, wie gesagt, man kann mit allen zusammenspielen, weil es eben fast jeder spielt, aber weil es eben so viele YouTuber bringen, möchte ich es nicht auch noch bringen, denn es gibt so viele bessere YouTuber da draußen, also die besser Fortnite spielen als ich und ich kann euch mit meiner Person, glaube ich, auch bei anderen Spielen besser unterhalten, die mir mehr Spaß machen und vielleicht auch für euch mal eine Abwechslung ist. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich, glaube ich, so eine Abneigung gegen diese ganzen Hype-Spiele, zum Beispiel Minecraft habe ich zwar auch sehr cool gefunden, aber habe ich auch nie so richtig gesuchtet. Clash Royale habe ich schon mehr gesuchtet und bei Fortnite ist es irgendwie dasselbe. Ich spiele es zwar ab und zu mal, habe es auch viel am Anfang gespielt noch, als es rausgekommen ist für die Konsole, war da auch sofort dabei, habe es mit ein paar Freunden immer öfter gespielt. Aber ja, irgendwie habe ich dann die Motivation verloren und deswegen bin ich da nicht dabei. Und ja, um das jetzt alles aufzuholen, damit ich auch auf so einem hohen Level spielen kann, für das habe ich momentan eigentlich gar nicht mal die Zeit. Und ja, ich möchte eben auch mal was anderes spielen, denn dann müsste ich wirklich 24/7 nur Fortnite hier spielen und das wäre schon für mich anstrengend, da ich ja, wie gesagt, oft Abwechslung hier reinbringe in, ja, Abwechslung reinbringen will in meine Videos. Und ja, der 7. Grund ist eigentlich, weil ich eben keinen Gaming-PC habe. Das habe ich schon vorher erwähnt. So, wir gehen nochmal die Gründe durch. Das sind jetzt 7. So, weil es eben so viele YouTuber spielen, ist ein Grund. Weil ich keinen Gaming-PC habe. 2. Grund, weil ihr seht es auch hier, es laggt ab und zu und das nervt extremst, obwohl es das neueste iPad hier ist. Und das ist auch schon dann fragwürdig. Nicht so cool auf der Konsole. 3. Punkt, weil ich ja eine Konsole habe, Nintendo Switch und auch PlayStation. Ninja hat ja mal gesagt, wenn es für die Nintendo Switch rauskommt, dann spielt er nur noch, egal wo er ist. Finde ich auch cool, weil, ja, das ist eben das Geile an der Nintendo Switch, dass man die überall mitnehmen kann und trotzdem richtig geile Spiele spielen kann. So, 4. Punkt, die Handy-App ist nicht gut, weil eben Mobile Gaming hier. Dann 5. Punkt, Mobile Gaming-Kanal. 6. Punkt, weniger Zeit für andere Spiele, weil Fortnite ist halt schon ein sehr zeitintensives Spiel. Mobile Games sind ja meistens sehr kurzweilige Spiele, da kann man viele Runden in kurzer, also in der gleichen Zeit spielen, wo man bei Fortnite nur eine Runde spielt und das ist für mich auch ein sehr großer Grund. Und wenn man dann mal drinnen ist in einem Spiel, dann muss man einfach dranbleiben, man kann nicht einfach rausgehen. Diese Runde dauert jetzt zum Beispiel fast 10 Minuten und ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, wie vielen Platz ich hier erreiche. Aber na gut, und ja, der 7. Grund ist einfach mein Skill. Denn ja, ich bin schon bei Pixel Gun nicht gut und das möchte ich eigentlich verbessern. Und ja, wie gesagt, das ist alles meine Meinung, Leute. Jeder hat eine andere Meinung und das ist auch gut so, dass jeder andere Spiele cool findet, andere Sachen cool findet und nicht jeder das Gleiche macht. Das macht uns Menschen ja aus, dass jeder unterschiedlich ist, denn es wäre eigentlich ja auch komplett langweilig, wenn jeder dieselben Interesse hätte, jeder dasselbe hören würde, jeder, ja, dann würde es nicht viel auf dieser Welt geben und das wäre schon ziemlich uncool. Deswegen hoffe ich, ihr versteht es, wieso ich hier kein Fortnite bringe. Und ja, da wurde ich gerade gekillt, Leute. Und das ist, ja, gar nicht mal so geil gewesen, weil ich gedacht habe, ich schaff's wenigstens hier irgendeinen Kill zu machen. Aber nö, habe ich leider nicht geschafft. Und ja, ich finde es auch, es ist halt immer dasselbe, man spawnt da und versucht die Waffen zu sammeln und das war's. Man kann sich nicht equippen, man kann nicht verschiedene Spielmodi spielen. Ja, okay, es gibt verschiedene Spielmodus, es gibt ja Solo, Duo, Team, dann gibt es auch noch diese Spielwiese und das kann man ja auch ab und zu
andere Modis. Ihr merkt schon, ich kenne mich doch ein bisschen aus, obwohl ich es jetzt nicht aktiv hier auf meinem Kanal bringe. Aber ich schaue immer mit einem Auge in ein paar andere Streams und in auch ein paar andere Videos rein, die eben das richtig gut machen. Deswegen, ja, jedem dasselbe, was er so gut findet. Und ja, Leute, das war's eigentlich mit meinem Video darüber, wieso ich kein Fortnite bringe. Deswegen nicht wieder bringen, denn ich bringe mal wieder Fortnite. Vielleicht bringe ich ja mal so öfter so Plauder-Videos wie das, wo ihr im Hintergrund meine richtig noobige Spielweise sehen könnt. Und ich möchte jetzt gar nicht mal in die Kommentare schauen, wie oft da steht, Danny, du bist der größte Noob in Fortnite. Das ist mir bewusst, Leute. Wie gesagt, das ist auch einer der Gründe, wieso ich hier, ja, kein Fortnite bringe auf meinem Kanal. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video etwas aufräumen. Wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Abo auf alle Fälle da lassen, wenn es euch gefallen hat. Falls du neu hier bist, ja, wie gesagt, Abo da lassen. Wenn du das nächste Video nicht... Ich bin schon wieder komplett vorbei. Wenn du das nächste Video nicht verpassen willst, dann unbedingt die Glocke hier aktivieren, Leute. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn hier was online geht oder wenn hier ein Stream online geht. Vielen Dank auf alle Fälle bei dir fürs Zusehen. Hat mich gefreut, dass du eingeschaltet hast. Und jetzt wisst ihr hoffentlich mehr. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.